Ich darf heute einen der erfolgreichsten und größten Musiker unseres Landes ehren. Und das mache ich wirklich sehr gerne, weil ich diesen Künstler selbst großartig finde. In meiner letzten Fernsehshow an Weihnachten hatte ich das große Glück, ihn für einen Auftritt gewinnen zu können und dazu noch für ein wunderschönes Duett. So wie du warst. Also bei mir hat das auf jeden Fall Spuren auf meiner Haut hinterlassen. Ich hatte ständig Gänsehaut und ich kann voll und ganz verstehen, warum dieser Mann so erfolgreich ist. Er ist zwar unheilig, aber für viele ist seine Musik Balsam für die Seele. Er hat es geschafft, sich mit seinen Liedern in Tausende von Herzen zu singen und gibt durch seine Botschaften immer wieder neuen Mut. Er setzt sich für Menschen ein, die nicht auf der Sonnenseite stehen, und gibt ihnen Kraft, weil er ihnen einfach zuhört. In seinen Texten verarbeitet er meist eigene Erfahrungen und lässt dabei seine tiefsten Gefühle sprechen. Und ich glaube, das macht ihn auch so authentisch. Er ist aber nicht nur durch seine Musik ein Seelentröster. Ich glaube, es ist auch und vor allem seine Persönlichkeit, die ihn so beliebt bei allen Gesellschaftsschichten und allen Altersklassen macht. Er ist ein kerniger Typ und doch voller Gefühl. Er hat eine männlich starke Stimme und gleichzeitig ist sie schmelzend zart. Er kann aber auch ganz anders. Wer ihn einmal live erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Mit Unheilig hat er unglaublichen Erfolg. Seine Alben kennen nur eine Richtung in den Charts, und zwar Platz 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 3 Millionen verkaufte Tonträger, ausverkaufte Stadien und Lieder, die zu Tränen rühren. Er ist ein überaus sympathischer und bodenständiger Mensch mit einem riesengroßen Herzen. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass er heute Abend die goldene Kamera bekommt. Als beste Musik national. Er ist der Aristokrat der Musikszene, der Graf von Unheilig. Die goldene Kamera von Hör zu in der Kategorie Beste Musik national geht an Unheilig. Vielen Dank. Ich bin im Augenblick sehr aufgeregt. Das ist ja nicht was, was man so alltäglich erlebt. Und ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Und ich habe allerdings im Vorfeld sehr große Angst gehabt vor diesem Rednerpult hier und den Worten, die ich gerne sagen möchte. Ich bin von Kind an Stotterer. Und gerade wenn du dann so eine Situation hast, ist das halt nie so, was man etwas also vorher planen kann. Und danke schön. Ja. Dankeschön. Manchmal hat man gute Tage, manchmal schlechtere Tage. Aber gerade wenn man so eine Angst hat, glaube ich, das ist ganz wichtig, dass man sich dieser Angst dann auch immer wieder stellt. Weil es gibt gerade bei so einer goldenen Kamera eine ganze Menge Menschen, denen ich im Grunde genommen zu verdanken habe, dass ich heute hier stehe. Das ist erstmal meine komplette Familie und die ganz vielen Unheilig-Fans da draußen, die mich jetzt schon seit über 13 Jahren begleiten. Mein komplettes Unheilig-Team, meine Plattenfirma Frank Briegmann, Tom Bohne, Daniel Lieberberg, Andreas Dermann, Sigi Schuller, Dietmar Punte und viele andere noch. Diese Menschen haben es vollbracht, dass Musik zu meiner Sprache werden konnte. Und dafür danke ich euch allen von ganzem Herzen.